Ich stelle euch erstmal unsere Mitglieder vor. Der Laurin, der Daniel, der Nils und ich, der Raphael. Wir haben einen kleinen Fisch-Dungeon-Crawler. Ein Dungeon-Crawler ist ein Videospiel, wo eine Person, ein Hauptcharakter durch einen Dungeon geht und Gegner, Feinde, Monster besiegt. Unser Dungeon-Crawler heißt What Lies Below. Und worin es darum geht und alles andere darüber werden Ihnen nun meine Teammitglieder erklären. Einmal so, modest du. Ja, wir zeigen Ihnen jetzt eine kurze Demonstration zu diesem Dungeon Crawler, also zu diesem kleinen Videospiel, was wir gemacht haben. Das ist nicht das. Ja, das Ganze haben wir in Godot programmiert. Wie Sie hier sehen, hat dieser Fisch ist der Hauptcharakter ein Fisch mit einem Bubble Blaster, so haben wir den genannt, um die feindlichen Gegenstände, zum Beispiel diese Plastiktüte da, aus seiner Heimat zu entfernen. Da sehen Sie auch eine Roboterqualle, die quasi außer Kontrolle geraten ist und jetzt die Fische angreift. Und dieser Fisch hat quasi die Aufgabe, sein Zuhause zu befreien. Wir haben auch einen Dungeon gemacht, der quasi sich immer weiter generiert. Das heißt, wenn man in einen Raum reingeht, wird automatisch der nächste Raum schon vorgeneriert. Natürlich sollte man nicht getroffen werden. Sonst wird man halt, heißt es Game Over, wie man sieht. Ja. Leider stürzt es ab, wenn man gestorben ist und dann nochmal auf Play geht. Hey, wir sind eins zu weit. Nee. Ja. Ach so, ja. Ja, hier nochmal den Inhalt des Spiels. Das ist ein Dungeon Crawler, wie gerade schon gesagt. Der Hauptcharakter ist ein Fisch und die Feinde sind Quallen und Plastiktüten, wo wir allerdings noch mehr später hinzufügen werden, wie zum Beispiel ein Fischerboot, das vielleicht die ganzen Fische auffischen will oder so. Zum Angriff haben wir momentan nur den Bubble Blaster, der halt Bubbles verschießt. Aber wir werden wahrscheinlich auch noch mehr hinzufügen. Vielleicht stellt man sich jetzt auch die Frage, womit das Spiel überhaupt gemacht wurde. Zuerst haben wir für die ganzen Texturen pixelart.com benutzt und für manche auch Pixelorama. Für diese Präsentation, die ihr gerade seht, haben wir PowerPoint benutzt und an manchen Stellen haben wir auch Google benutzt. Für das Spiel selber haben wir auch die Godot Engine benutzt, also eine Game Engine ist ein Programm, mit dem man Spiele erstellen kann. Und ein USB-Stick hat uns auch sehr bei der Spieleentwicklung geholfen, um Dateien von einem Computer auf den anderen zu transportieren. Wir haben auch viel Hilfe von unseren Mentoren bekommen. Ja, die konnten uns an vielen Stellen weiterhelfen. Also ich würde euch nochmal unser Team vorstellen und wer was gemacht hat. Also Nils war unser Grafikdesigner. Er hat die ganzen Figuren und generell die ganze Grafik mit Pixelart designt. Laurin war unser guter Programmierer. Ich selbst hatte wenig Ahnung von dieser Game Engine und er hat mir ziemlich viel beigebracht. Und als letztes hatten wir noch Raphael. Er hat die ganze Story, das ganze Game, die ganze Idee und die ganze Koordination gemacht. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir wollen uns bei Jugend Hackt und unseren Mentees bedanken.